Das ist total beschissen, dass ich die Kamera... Boah, das ärgert mich. Können wir das nochmal neu starten? Nein. Warum denn nicht? Ich hätte gerne die Kamera gerettet. Ich habe auch keine Kamera. Ja, aber... Uns glaubt doch eh Kinder. Sind da eher... Dann sind du eher tot. Ah, okay. Nee. Vorsichtig. Ich bin hier in irgendeiner Puppenwerkstatt. Oh Gott, ich muss das da noch berühren. Oh, ich muss mich verstecken, aber wo? Unter dem Kopfkissen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Scheiße! Er hat mich! Ich wusste nicht, wo ich mich hier verstecken soll. Okay. Bist du tot? Ich bin raus. Er hat mich auf jeden Fall gefangen. Oh, irgendwas passiert. Alarm? Amt. Wie viele habt ihr denn schon sterben lassen? Zwei, glaube ich, ne? Also, wenn er jetzt auch stirbt, wäre es der dritte. Gute Quote, lol. Ja. Ja, war halt jetzt kacke, ne? Weil, keine Ahnung. Hätte ich jetzt schneller den Punkt gefunden, wo ich mich hätte verstecken können, wäre natürlich besser gewesen. Das ist halt sehr ungünstig gemacht, vor allem weil es parallele Stränge sind. Wäre es derselbe Strang, wäre es gut. Ja, genau. Das ist ein bisschen doof. Das macht's nämlich hier kompliziert. Muss man auch fairerweise sagen. Theoretisch wäre das jetzt... es wäre auch was anderes wie bei Dead Space 3. Hat man ja wenigstens ein bisschen miteinander agiert, ja. Aber hier passiert es halt, dass die Storylines wirklich auch asymmetrisch laufen. Also nicht, dass Shiki jetzt hier drüben in einem anderen Raum steht und mir versucht zu helfen, sondern einfach nur irgendwo ist. Naja, durchgebraten ist er wahrscheinlich nicht, aber ich glaube nicht, dass wir hier erfolgreich zum Ende kommen werden. Nee. Ich hab das auch so im Gefühl. Was ist das hier? Ohne FBI-Marke, oder? Ja. FBI-Marke. Hier war schon jemand dichte dran. Eine FBI-Jacke. Okay. Ich habe ein Buch gefunden. Manny Sherman, die Bestie von Arkansas. Wer bist du jetzt eigentlich? Und ein Bild. Oh, das war übrigens nicht Dumet auf der Fähre. Ich habe hier ein Bild von einem anderen Typen. Oh, hier ist ganz schön viel Text. Also ich lese das jetzt nicht alles vor hier. Na geht doch. Oh, oh. Bitte! Bitte! Oh mein Gott!
Fliege! Das ist der Puppe. Tja, durch die... Hallo! Verdammte Scheiße! Nein! Bitte! Lass mich in Ruhe! Sie haben keinen Weg crying, Mama. Getan. Ich höre bitte auf zu weinen, Mama. Stirbt. Sie haben keinen Weg getan. Was du willst. Okay. Bitte! Die Leiche bitte, der sogenannten Bestie von Erkennung ist vermutbar im Grab entfernt. Sie haben keinen Weg getan, lass sie in Ruhe. Oh, sie hatten einen Hund namens Conny. Oder es war ein Hundenapp für einen Menschen, das könnte ja auch sein. Ja, das, wer kennt das nicht, ein Hundenapp für einen Menschen? So, ich habe jetzt ein Problem, und zwar habe ich jetzt hier wieder ein Tastenfeld. Und ich müsste einen Code wissen. Hast du einen Code am Start für mich? 2000 PSI, 150 Tonnen habe ich. ich glaube, man sollte nicht... Das merke ich mir doch hier nicht. Ich muss nicht wirklich hier durch, oder? Oh, bitte nicht. Scheiße, ich brauche wieder einen Code, ey. Gute Nacht, du Tanner. Oh, wie ich das hasse. Also das sind echt Sequenzen, die gehen mir total auf den Sack. Riding on the conveyor at any time can cause severe injuries, ne? Entanglement hazard. Also hinten, wenn wir runterfallen, können wir sterben. Sicherheitsabstand, Knopf drücken, remember, switch off and lock out, stay clear of the moving bed. Aber wenn wir das Moment. Moment. Bitte, lass es funktionieren. Ja, ich suche einen Code. Warum kann ich den Schalter nicht wieder ausschalten? Gute Nacht, Lütherner. Ach, im Singleplayer sieht man die unterschiedlichen Teile, dann, die jetzt von uns direkt gespielt werden, ne? Scheiße, verdammt! Ich sollte mich beeilen. Shit. Ich glaube, er ist tot. Ich bin aber abgerutscht von der Taste, ne? Ich hab nämlich. Oh, das sieht aber lecker aus. Der ist nicht tot. Ich hab O oder X gedrückt. Aber vorhin habe ich wirklich X gedrückt und dann hat es nicht funktioniert. Jetzt ist die Sequenz bei mir abgebrochen. Meinst du, er ist definitiv tot? Da hat sich das Überleben im Hochofen ja gelohnt, ja. Ich bin's. Hier rein. Naja. Gott sei Dank. Wir wollen ja auch ein bisschen was liefern hier. Was zur Hölle ist das? Ein Spionspiegel. Das ist ein Raum für kleine, perverse Spanner. Dümmet beobachtet uns. Er schleicht in den Wänden herum. Hast du Mark gesehen? Nein. Ich habe Dümmet gesehen. Aber Mark ist tot, oder? Er schleicht herum. Vielleicht.
Also der Typ auf der Fähre war auf jeden Fall Joseph Morello und das war nicht der Matt-Typ. Also hat Morello überlebt oder was? Ach, du siehst die Sequenz auch. Mhm. Witzig, du bist früher in der Sequenz als ich. Ich komme jetzt erst zu der, wo der Mörder reinkommt. Ja, ich bin auch, hab ja auch die schnellere PS5. Nein, Quatsch, keine Ahnung warum. Scheiße. Was ist das? Ja, also eigentlich fing es damit an, dass Firefox nicht auf mich gehört hat. Das war so der erste. Ein Mischpult für unzählige Mikros. Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Alter. Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Genau, Morello war die Familie vor uns. Da hat bloß der Vater und die Tochter überlebt scheinbar, ne? Und Charlie wird sagen, er hat gespaltene Persönlichkeit. Nee, die sind gegangen. Die haben sich geopfert. Einer anderen Person unterzuschieben. Das ist wahrscheinlich nur seine Theorie, weil er nicht damit klarkommt, dass ein Mensch sowas tun kann. Toll, du bist jetzt schon... Es ist ein Fehler, ihn als Irre abzutun. Er weiß ganz genau, was er da tut. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Und das ist nicht irre? Kann ich jetzt hier einen Knopf drücken, oder kann ich jetzt... Das ist hier ein Bau. Er heißt irgendwie außer Kontrolle. Sieh dich doch um. Methodisch, alles. Das ist nicht irre. Nein. Aber auch nicht, dass der irre ist. Der ist einfach krank. Nee, ich denke mal, der wird sich... Er trägt die Maske einfach... Ups, was? Oh, lass uns den Knopf drücken. Was ist das? Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Dumit. Also... Schlechte Erziehung kann durchaus ein Faktor sein. Und ein lausiger Vater mit Sicherheit auch. Oder Onkel. Eigentlich alle Erwachsenen. Genau. Oh, guck mal, hier ist die Crew. Nice. Er weiß genau, wo wir sind. Brennofen, Silver Ash, Keller, südlicher Korridor. Hm. Liest du unsere Unterlagen nicht? Ich kümmere mich um das Licht. Jedenfalls, guck dir mal die ganze Technik an, die Server hier. Bestimmt ist er ein typisches Beispiel. Miese Kindheit, unkontrollierte Wut. Als Erwachsener ist er entweder ein Erfolgsmensch oder ein Sonderling. Nichts dazwischen. Ich glaube, dass er wirklich ein FBI-Agent ist, der anhand der Serienmorde Gefallen gefunden hat. Verstehst du? Er will eine Machtposition haben. Danke, Brandon. Ich glaube, unsere Hersteller angewiesen, weiterzumachen. Okay, wir werden sie wie versprochen in jeder Phase echt viele Leute machen sowas durch und werden trotzdem keine Mörder. Mhm. Abgesehen von der ungesunden Obsession mit H.H. Holmes. Guten Morgen, Brandon. Er kopiert bla, bla, ihn. Bla. Ganz klar, er identifiziert sich mit Holmes. Ich kann Ihnen versichern, dass alle unsere gefertigten Masken sehr robust sind. Sie werden auch bei langen Theaterproduktionen können eingesetzt. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Kunstbeschichtetes Holz. Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Auf $1,800 belaufen. Können Sie mal aufhören zu labern, während ich hier gucke? Danke. Das ist nämlich auch sehr schwierig, weil sie machen Dialog zwischendurch. Man kann ihn halt nicht pausieren oder ähnliches. Und dann geht die Action auch los, wenn man eigentlich darüber resümieren will. Boah, Klo, Spoiler. Ach Gott. Sollen wir jetzt hier nicht nach oben gehen, oder? Hallo? Ich gehe kurz nach unten gucken. Ja, aber wir können ja auch nach oben gehen. Ja, aber wir können auch nach unten gehen. Wir müssen doch, Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, deine Art und Weise, dieses Spiel zu spielen, hat uns bisher nicht wirklich weit gebracht, außer dass einige schon tot sind. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dir folge. Wir können auch getrennt laufen. Ich wäre dafür, nach unten zu gehen. Können wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Zettel. Ich denke, wir sollten Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Ich guck mir mal die Akte an. Michelle wirkte ursprünglich positiv aufgeregt, dann jedoch immer unruhiger. Selten alleine, schwieriger sie zu separieren. Ist gestern Nacht im Hotel herumgewandert. Gelegenheit, Bad nicht im Familienzimmer genommen. Merklich müde am Ende des Tages, trinkt in Gesellschaft ausnutzen. Starke Schlaftabletten. Sie muss bei Tagesende drankommen, erhält Wein und Schlaftabletten beim Baden. Nun ja, ein bisschen recht hat er ja, der Schicke, ja. Endlich mal jemand, der es anerkennt. Komm mal her. Waren Sie vor uns hier?
analysiert uns. Ja, aber der Fehler, den doch die Leute immer machen, ist nach oben zu rennen. Haben wir doch gelernt in jedem Horrorfilm. Boah, nicht nach oben nicht. Rennen. Ist doch nicht. So. Deine Fehlerquote ist sehr hoch jetzt. Also meine Reaction-Quote ist sehr hoch. Ich hätte mal meine Barrierefreiheit hier aktiviert. Boah, ich hab schon wieder einen Bug. Ich sehe. Oh. Boah, dieses Spiel macht mich irre. Oh, das Buch habe ich gar nicht gesehen. Das ist mir echt zu viel. Ich sehe jetzt hier gar nicht, was in dem Buch steht, weil das Buch ist weggeblendet. Ja, also nervig. Ich kann ja auch mal ins Buch gucken, vielleicht gibt's da bei mir auch den Bug. Nee, wahrscheinlich hab nur ich das Glück. Wie gesagt, es ist an vielen Stellen unfertig, leider. Oh, okay, bei mir ist das Buch auch weg. Das ist alles über mich. Oh, jetzt ist... Scheiße. Wenn wir einen Kaffee ziehen hier. Akrophobie, Aaron. Wie zur Hölle hat er das gemacht? Da kommt ja PTSD, okay. Jamie hat PTSD. Bei einigen Spielen habe ich immer das Gefühl, da wurde nicht bis zum Schluss Beta getestet. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich habe das Buch abgelegt und bin losgegangen. Hier, ich stehe hinter wo dem... wo bist du? Na, immer noch hier. Ja, renn doch nicht weg. Das ich ist auch ein Ding, dass man stirbt. Genau, bisher bin ich nur gestorben, wo ich separat getrennt war. So, hier ist jetzt... das hier, jetzt gehen wir weiter nach oben, wie du das möchtest. Wir gehen jetzt nach oben auf den Dachboden. Ich habe nicht gesagt, dass ich das möchte. Das habe ich überhaupt nie gesagt. Das habe ich nicht mit einer Silbe gesagt. Du hast aber meine Entscheidungsmöglichkeiten in Frage gestellt. Ja, und das aus Erfahrung, die ich jetzt machen musste. Ja, aber da war ich doch ganz alleine aus den Erfahrungen. Was ist das hier? Hier ist eine Tür. Können wir die öffnen? Nein. Guck mal, hier gibt es sogar Klamotten. Noch eins von diesen Tapes. Hörst du das auch? Ja. Hi Devil, schönen guten Abend. Ich höre noch hier. Oh, hier ist ein Plan vom Haus. Oh, das ist ein kleiner Elektronikbastler. Kick das mal an hier. Was sind das hier? Ein Entwicklerboard für ein Arduino oder für ein RPI? Pass auf, die ganze Mordserie läuft auf dem RPI-4. Was machst du denn jetzt da? Hast du jetzt. Hör das an? Hey, come here. Was? Das hier. Damit bewegt er Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Ja. Also bei The Quarry hatte ich nicht einen einzigen Bug. Mark finden. Nicht Dumette Spiel spielen. Er eingesperrt. Und The Quarry sah suchen, auch ohne ständig über die Schulter schauen Länge zu müssen. Besser aus. Devil, das Warhammer-Video nehme ich hier heute im Anschluss auf. Wir bringen ihn dazu, den Flur lang zu gehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Dann kann er nicht mehr raus. 5 und 6 sind die Wände. Okay. Merk dir das mal, 5 und 6. Wie willst du ihn dazu bringen, den Flur lang zu gehen? Jemand von uns muss... Köder sein. Nein, keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Das ist mein Plan. Ich bin der Köder. Wenn du meinst. Aber wenn du glaubst, es wird nicht klappen, hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Du könntest den zur Not als Waffe nutzen.
Hier, nimm ihn. Wenn dich jemand angreift, mach ihn kalt. Ja, aber es hat doch damit nichts zu tun. Nur weil das Spiel nicht mit der Reihe... Das ist doch... Das hat damit nichts zu tun. Okay. Ist ein Spiel vom gleichen Entwickler. Sentimental werden. Der einzige Unterschied ist, dass The Quarry eigentlich ein Exklusivtitel von Google Stadia war. Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Und da wird der Unterschied liegen. Das wurde dediziert wahrscheinlich mit viel mehr Budget entwickelt. Du musst es genau timen, damit du ihn erwischst, nicht mich. So, jetzt haben wir jetzt etwas erzählt hier. Jetzt oder nie? War nicht wichtig. Doch, merkt ihr, 5 und 6. Wer auch immer den Knopf drücken muss. Du bist Jamie. Okay, ich muss den Knopf drücken. 5 und 6. Wahrscheinlich mache ich es falsch. Vermutlich ja, Devil. Kommt drauf an. Wir werden ja wahrscheinlich kurz nach 12 hier Schicht machen. Dann werde ich den Stream noch anschmeißen mit Warhammer. Was soll ich denn jetzt hier gucken? Ach so, bis du den Gang lang bist wahrscheinlich. Ach nee, ich geh jetzt hier das Gang muss man lang. Aber auch sagen, dass man umschalten kann hier. Ich sehe dich gerade. Hier ist eine 6. Hier ist eine 6. Ja, 5 und 6. Dazwischen mussten durchleiten. Ich bin jetzt bei 6. Und hier ist die 5. Also ich befinde mich gerade zwischen 5 und 6. Und er ist gerade in einem Dings drin, in einem, in einer Dingsanstalt hier. Na, nicht Dingsanstalt. Da, wo ich vorhin hängen geblieben bin, in diesem Labor, medizinischen Raum, steht er gerade und wartet. He is coming. Ich sehe nicht, wo du bist. Ich glaube, da, wo die Tür offen ist. Oh, da will ich nicht hin. Dann gehe ich woanders lang. Aber ich muss da lang. Ja, du musst ihn ja holen. He's coming. Ja gut, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich renne dann gleich. Hallo, ist das hier? Bin ich hier richtig bei Dr. so und so? Ich sehe dich nicht auf der Kamera. Ja, ich bin gerade in so einem Raum. Ja, das ist mir bewusst, ja. Oh, da bin ich selbst. Das Witzige ist, wir sehen jetzt hier den Spiegel und da ist einfach mal nichts. Und als ich in der Sequenz gerade, konnte ich mich selbst sehen. Also ich kann auch nicht weg, ich kann dich höchstens so leiten. Ja gut, ich noch den Überblick. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin jetzt quasi hinter den Kulissen. Ja, hier hat er noch mehr Räume geplant anscheinend, stimmt. Oh, jetzt ist hell. Was ist jetzt passiert? Warum ist es so hell? Hä? Warum ist es so hell? Jetzt ist wieder dunkel. Hä? Ich weiß nicht, wo du bist. So, ich gucke jetzt in einen Raum. Da geht gerade eine Tür zu. Ah, Scheiße. Er ist rausgegangen irgendwie, oder? Oh, hat er mich erschreckt, Alter. Bist du jetzt am Rennen oder so, oder? Nein, er hat mich nur erschreckt, der Pimmel. Er ist auf alle Fälle rausgegangen. Oh, da ist er jetzt. Er ist einen Raum weiter. Ich öffne jetzt eine Tür. So, die Frage ist jetzt... Du bist jetzt dann im Flur. Ich glaube, wenn du jetzt da um die Ecke gehst, da ist ein Loch in der Wand. Ja. Und ich glaube... Aber da bin ich ja auf der anderen Seite. Hier ist ja die andere Seite. Und ich muss ja quasi ihn dahin locken, damit wir zwischen 5 und 6 kommen. Da muss ich ja den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Hello, Mister. Are you there? Mr. with broken wings. Tick. Du musst mir dann sagen, an welchen Durchgang du durchgehst, weil das ist der erste, den ich dann zumachen muss, wenn er dann langläuft. Das wird dann, wenn Oh, irgendwas passiert. Das Bild ist aus. Ja,
Prost, Jamie. Wahrscheinlich werde ich dann bei Nummer 5 zuerst sein. Die Technik ist aus, ich kann nichts machen. Ich stehe jetzt. Oh, er geht. Da ist er. Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck, fuck! Holy fuck, 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 fuck! Oh, du fuck. Musst. Oh, oh fuck. Oh fuck. Okay, okay, okay. Okay, aufgepasst. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich seh nicht, wo er ist. Ich renne. Ja, er kommt. Pass auf, ich bin gleich bei der 5. Jetzt ist das Bild aus. Ich renne. War es an der 6 vorbei? Ich sehe die Zahl nicht, verdammt. Warum ist es... Ich bin an der 5. Hab ich. Zumachen. Ich hab. Oh, ich bin bei der 5. Was? Oh Gott, ich bin durch. Ja. Neben mir war gerade Aaron gewesen. Die stand neben mir, Chiki. Wir haben es geschafft, Baby. Sicher? Dann läuft, Baby. Was? Oh was nein, Scheiße, er ist da. Wie kann das sein? Es sind zwei. Geht doch nicht. Oh, wir sind sowas von am Arsch. Oh, ich bin durch. Ich mach die Türe zu. Er macht die Türe auf. Jamie! Wir haben ein Problem. Wir laufen beide weg. Shit. Oh Gott. Will er uns jetzt verarschen? Fuck. Oh, bitte nicht schon wieder hinfallen. Oh, nicht schon wieder. Oh, shit. Na toll. Okay, wir sind tot. Ja. Jamie, stopp. Scheiße! Ja. Was ist das? Da ist ein Knopf. Ein Knopf? Mit einem Umkehrsymbol. Was macht er? Oh, nein! Ja, und jetzt? Drücken wir den Knopf oder nicht? Die Frage ist, drücken wir den Knopf? Firefox, drücken wir den Knopf? Wenn du den Knopf umdrehst, dann bin ich tot. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Kate, ich glaube, wenn ich das drücke, ändert die Wand die Richtung. Wie? Ach so, das heißt, Nein. Wenn ich nichts tue. Aber du würdest mich dann absichtlich töten. Dann wirst du sterben. Ja, ganz ehrlich, dann sterbe ich doch lieber. Ich sterbe für die Gruppe. Verdammte Matt! Genau das will er haben. Er will, dass wir uns entscheiden, wer von uns beiden sterben wird. Tut mir leid. Ich opfer mich für dich. Ich liebe dich. Scheiß drauf. Ich spiele sein Spiel nicht. Ich kann das nicht. Ich mach das nicht. Bis dann. Mach's gut. Du hast den Finger am Knopf. Nein, ich mache nichts. Ich hab nicht gedrückt. Jamie? Mach's gut. Geh ohne mich weiter. Ich spiele sein Spiel nicht. Sag allen, ich wollte es so. Und wenn ihr den Bett irgendwie kalt machen könnt, tut's. Töte ihn. Versprich mir. Mich. Räche mich. Ich verspreche es. Und die Tür geht auf. Mein Gott. Jamie! Ja, danke! Die geht nicht auf. Vor allem danke. Danke schön, Kate. Ah!
Was für ein qualvoller Tod aber auch. Jamie hat den Knopf nicht gedrückt. Sie hat sich selbst geopfert, um Kate zu retten. Das war ein Fehler. Wie nobel. Menschen sind erstaunliche Wesen. Eine nette Melodie. Wahrscheinlich hättest du das mit deinem mit deiner Pickaxe da noch lösen können am Ende. Aber doch wie? Leider wirkungslos. Charlie, da ist er dem Feuer entkommen, nur um dann Dumet in die Falle zu gehen. Hättest du mir den Dings nicht gegeben, hättest du es kaputt machen können wahrscheinlich. Mein Hinweis von vorhin. Hättest du mir die Schraubenzieher nicht gegeben. Stimmt, möchten das kann Sie auch einen sein. Weiteren? Ja, was soll's. Ich meine, wir sind ja mal hier, um sehen, Fehler zu machen. Was Sir Arthur dazu sagt. Das ist aus Der Mann mit der entstellten Lippe. Ach, der. Kennen Sie das? Nee. Sollten Sie. Ein Freund, dem man vertrauen kann, ist immer nützlich. Und ein Chronist umso mehr. Der letzte Teil klingt ganz nach mir. Ja, der sollte Dumet heißen, weil so Fahrzeug verarbeitet fort. Werden, genau. Hoffentlich mögen Sie unsere Gespräche. Ich will nicht einschüchtern, sondern helfen. Ich beobachte, was Sie tun. Wie immer. Beobachte. Ja gut, vielleicht schaffen wir das heute Spannung. Abend schon, das Spiel abzuschließen. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal mit dem neunten Teil, mit dem ersten Teil beginnen. Nee, das schaffen wir heute nicht. Ist ja schon spät. Stimmt, wir haben 23.44 Uhr. Genau. Aber beim nächsten Mal dann, quasi. Das heißt, nächste Woche haben wir ein Double-Feature. Möglicherweise, ja. Oder wir fangen das hier nochmal von vorne an, aber ich glaube nicht. Immerhin seid ihr gut im Töten, tja. Aber unverschuldet. Ich hätte jetzt gedacht, nein, gut, wir hätten uns damit Zeit erkauft, aber auf der anderen Seite wäre es dann unwiederbringbar eine Absichtstötung gewesen. Ihr Material ist ja nimmer da. Ja. Da kommt er schon. Kuckuck. Och nö. Lass mich raten, ich muss jetzt rennen, oder? Also wir haben auf jeden Fall noch eine realistische Chance, 2 oder 3 über die Runden zu bekommen. Gute Nacht, Kater. Nachti. Schlaf gut. Ja, das ist bewusst und bekannt, Hollo. Aber was willst du denn machen? Einmal nicht rechtzeitig den Knopf gedrückt, tot. Ja gut, darum geht's ja in dem Game, ne? Dann das Spiel, also es ist ja auch jetzt, genau, dann das Spiel nicht gespielt, bupp, tot. Ist ja auch jetzt gar nicht so dramatisch. Das ist ja unsere Story. Wir spielen ja quasi The Devil in Me. Das ist ja unsere Geschichte hier. Und ihr habt ja auch neue Tode gesehen, die ihr noch nicht kennt. Alles richtig gemacht. Die werden sich nicht einig, ja. Achtung, hinter dir ist er. Warum musste ich dir jetzt drücken? Du warst doch gerade Kate, warum musste ich denn drücken? Ich war gar nicht vorbereitet. Bitte gewesen. Töte sie nicht wieder, ganz ehrlich. Ey, ich war gerade nicht vorbereitet. Warum ist der schon wieder da? Fassen Sie mich nicht an! Und nicht wieder abrutschen von der Taste. Das ist mir viel zu hektisch hier. Was hau ihm ins Gesicht jetzt. Außerdem bist du doch Kate gewesen gerade. Du stand doch da. Wenigstens kann der Killer jetzt nicht bei mir sein. Aber trotzdem ätzend, dass ich irgendwie... Das ist der... Na toll. 3. Oh, Firefox. 4. Und fuck. Atme. Okay, die ist tot. Atme. Och, Mann. Na toll. Oh, noch rostig.
Jetzt hast du die Sequenz durchgestanden. Oh oh. Musst du das jetzt shit. So lange machen, bis ich durch bin? Ach du Scheiße, ich kann es nicht. Oh, nochmal. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier machen soll. Ach, da unten. Also lässt mich jetzt sterben oder was? Der ist gleich an meinem Dings dran, ne? Hey, das ist ja wohl nicht meine Verantwortung, wenn du jetzt stirbst. Doch, ich sitze nämlich im Schrank und kann nichts machen, außer atmen. Schlüssel, vielleicht kann ich dich retten. Changing Room, Umkleide. Ich nehme den mal mit. Ich versuche so schnell wie möglich herauszufinden. Er ist an mir vorbeigelaufen jetzt, ne? Oh oh. Er kommt zurück. Ich beeile mich. Das war ein Fehler jetzt. Das war ein Fehler jetzt. Shit, ich hätte rennen sollen. Scheiße. Und wir sind gleich tot. Beeil mich. Ich hab jetzt eine Tür. Ich öffne die Tür. Nein! Ich hab's gedrückt, Mann. Firefox, Firefox. Ich hab Kreis gedrückt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich bin ohnmächtig. Und ich falle jetzt runter. Er hat mich aufgefangen. Jetzt hat er mich runtergeschubst. Ich bin aufs Holz gefallen. Ich bin nicht tot. Oh Gott. Ich hab eine Sequenz. Ich hab überlebt. Aber ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Oder auch zwei. Füße gehen noch. Ich laufe noch. Und ich jetzt ist er schon wieder unten. Das ist doch mehr als einer. Der ist ja sowas von omnipräsent. Ich bin irgendwo runtergefallen. Oh, nicht schon wieder ein Irrgarten, bitte. Ich bin jetzt an so einem Haus. Da ist Wasser, ein Haus. Ich erreiche den Leuchtturm, ist jetzt meine Mission. Bei mir ist der Typ immer noch hinter mir her. Leuchtturm, ich kann hier noch...